Hey Freunde, ich bin endlich mal wieder da und es gibt neue Videos. Ich habe meine ganzen Proben jetzt erstmal rum zu den Ferien und ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit für einen Paper Mario Part. Kam schon lange nicht mehr. Und als ich dann mal geschaut habe, wo sind wir eigentlich genau, weil ich habe ja schon ewig nicht mehr Paper Mario aufgenommen und hochgeladen. Da ist mir aufgefallen, dass wir da hinten noch was vergessen haben. Weil ich mir auf dachte ich mir dann, warum ist hier noch ein Steg? Der ist doch gar nichts. Und hab mal geschaut und dann ist es ja eigentlich offensichtlich, dass da was sein sollte. Und ja, wenn wundert, es war ein Brief da. Yay. Und wenn wir schon mal da sind, wollte ich gleich mal schauen, warum haben wir nochmal den Samen da nicht bekommen? Und wie kann ich nochmal anhalten? Okay. So, warum kriegst du den nicht? Ist wegen des Samens hier? Tut mir leid, aber okay, er ist noch nicht fertig. Ja. Gut, ich soll später wiederkommen. Okay. Ja, ich dachte mir irgendwie sowas schon, weil sonst hätten wir jetzt den ja schon längst geholt. Und, okay, da können wir tauchen. Gut, ja. Ihr merkt schon, ich muss erstmal wieder richtig in das Spiel reinkommen. Weil, ja, es ist jetzt schon wieder ewig her, dass ich das aufgenommen habe. Und hochgeladen, ja, ihr habt es ja gemerkt. Ja, ich glaube, wir müssen uns jetzt durch den Dschungel kämpfen, weil denn die Yoshi-Babys sind hier abgehaut und wir müssen die jetzt halt wiederfinden. Und hier unten, auf A, okay. Hier unten kommen wir wieder zum Dorf und von hier kommen wir dann quasi raus. Und jetzt müssen wir, ja, schauen, wie wir weiterkommen. Und, ja, natürlich den Steg da oben nehmen. Schließlich haben wir jetzt unsere neue Begleiterin und die heißt, wie heißt sie denn? Sushi. Ah ja, Sushi, stimmt. Was haben wir denn für Items? Kokosnuss, wirft ihr auf einen Gegner. Okay, gut. Ja, die Kokosnuss sollten wir jetzt, denke ich mal, zum Kochen aufheben. Passt, denke ich mal, da ganz gut dazu, aber jetzt würde ich erstmal gerne schauen, wo müssen wir denn eigentlich hin. Ja, da ist ein Yoshi-Kind, okay. Ach, wir müssen die einzeln suchen anscheinend, okay. Gut, das wird ja was. Aber als erstes würde ich mal diesen Block hier aktivieren und na, gleich mal in Kampf kommen. Wir hauen uns haut's natürlich aufs Maul. Und ach ja, genau, wenn der Speer nach vorne zeigt, kann man einen Sprung nehmen, aber wenn er nach hinten zeigt, nicht genau. Okay, boah, ist echt ewig her, dass ich das schon wieder gezockt habe. So, oh, Action Commando klappt sogar noch, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überrascht. Und mit der hier haben wir noch gar nicht richtig gekämpft, ne? Drücke nach links und lass los, wenn es aufwacht. Okay, machen wir nochmal. So, und zack. Ah, okay, ich dachte schon, wir greifen von vorne an, das wäre jetzt gerade ungünstig mit dem seinem Speer gewesen. Und was macht der hier? Ja, hol noch einen anderen. Stimmt, die konnten ihre Freunde beschweren. Oh, oh. Hm, dann nehmen wir wieder den Sprung, würde ich sagen. Powersprung hat, glaube ich, 5 gemacht derzeit, oder? 6 sogar, okay, gut. Ja, hilft uns zwar jetzt nicht groß weiter, aber besser als erwartet. So, hier Bauchlandung, 3 Schaden. Das können ja andere aus unserem Team besser, aber ich glaube, im Dschungel bleibe ich lieber bei ihr. Und der wirft doch jetzt. Jawohl, geblockt, okay, gut. Ja, das, wir stellen uns ja bis jetzt gar nicht so dumm an. Und jetzt nehme ich mal den Hammer, dass ich ihn ja auch mal wieder benutze hier. So, das ist ja das gleiche wie bei der Bauchlandung und der macht 4, okay. Und ich habe immer noch diesen Eisorden an, dass ich mehr Schaden gegen Feuergegner mache, den kann ich eigentlich mal ablegen. Zack, dann hätten wir auch wieder Platz für was anderes. Und, sorry, ich muss mal das Mikro ein bisschen anders hinstellen. Sonst drehe ich mich immer automatisch weg vom Mikro, das habe ich mir irgendwie... Habe ich jetzt irgendwie im letzten Galaxy-Part gemacht. Sorry, das ist jetzt wahrscheinlich etwas laut bei euch gewesen. Okay, so. Jetzt schauen wir mal, was in dem Block da drin ist. Und ein Orden, geil. Superbeben-Orden. Bringt bei Boden und Deckengängern schwere Schäden. Oh, das hört sich doch geil an. Schauen wir gleich mal an. Start. Ja, genau. Okay, das Menü dauert ja in Paper Mario beim Emulator immer ein bisschen und schaut buggy aus, aber es funktioniert. Okay, ich brauche wahrscheinlich etwas viele Ordenpunkte, oder? Superbeben, für 4 BB kannst du es ordentlich scheppern lassen. Richtet bei allen Gegnern, die sich auf dem Boden oder an der Decke befinden, großen Schaden an, okay. Und der hier für 2 BP und kostet auch nur 1 OP. Aber ich glaube, Superbeben ist dann schon cooler. Dann würde ich sagen, legen wir mal den Feuerorden ab, oder? Den brauchen wir eigentlich eh nicht mehr. Ice Power. Der hat 2 OP gekostet, okay, das... Wundert mich ja, dass wir den noch dran hatten. Da würde ich sagen, nehmen wir den normalen Bebenordner, legen wir auch ab. So, dann haben wir jetzt noch ein OP, was wir schön ausgeben können. Schauen wir mal schnell nach oben.
Multisprung, ja, schon. Was für ein cooler Schlag. Ach nein, nee. Schau, der Kampfrausch könnten wir vielleicht für den Notfall nochmal nehmen. Oder der Rabatt, falls ein Kampf an Item ein würde. Aha. Erstangriff, anscheinend gibt es. Ach, oder? Ach komm, ich weiß nicht genau. Nehmen wir Kampfrausch. So, jetzt können wir aber mal spielen, sorry. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Da unten muss doch noch ein Steg sein, oder? Sonst kommen wir da gar nicht hin. Und. Ach, das. Was? Das ist eine Brücke? Okay. Hä? Seit wann ist da eine Brücke? Okay. Die sieht man wahrscheinlich auch nur von hier unten und. Ah, wahrscheinlich. Ja, sieht man es einfach sonst nicht. Okay, gehen wir nochmal hier rauf oder muss ich jetzt unten drücken? Ja, jetzt. Okay. Gut, ich hoffe mal, da können wir auch die Büsche so auf die Seite schieben, weil sonst wüsste ich jetzt gerade nicht. Ach so, oh, ich Idiot, das. Es ist ganz einfach, hier die Map hört da auf. Oh Mann, ey. Ich bin wieder so schlau gerade. Und das hier macht uns immer noch nichts. Nee, hilft uns immer noch nichts. Hä, aber was muss man denn damit machen? Ich check's irgendwie nicht ganz. Wie kommen wir denn hier auf die andere Seite? Können wir da oben entlang fahren? Nicht, ne? Nee. Sorry, ich übersehe gerade wahrscheinlich was ganz Offensichtliches. Aber, ich denke, wir werden es gleich finden. Hier. Ach stimmt, ich kann ja auch noch unten drunter. Ja, okay, gut. So, brauchen wir doch noch ein bisschen, bis wir zum ersten Yoshi kommen. Stimmt, ich kann hier unter den Dingern drunter führen. Und, oh, da ist ein Super... Ein Superbox, oder wie die heißt. Okay, da müssen wir da unten entlang. Und ich würde sagen... Na okay, doch, schauen wir erstmal da. Hey, da liegen ja Münzen, was ist sicher jetzt? Yoshi-Kind? Ich höre da schon jemanden. Wo bist du? Was ist das hier vor allem? Oh, Münzen, okay. Ich mag das Ding jetzt schon. Hier vielleicht? Yoshi-Kind? Bist du in der... Oh. Stimmt, da waren ja auch Gegner, die sich als Pflanzen tarnen und vier gleich davon, okay. Da würde ich sagen, benutzen wir gleich mal Superbeben. Bringt bei Boden und den Gegnern schweren Schaden, okay. Das ist doch mal geil. Genau wie der normale Hammer, okay. Mal schauen, wie viel Damage er macht. Der muss auf jeden Fall lange aufladen. Zack. Vier Schaden, nur was? Oh, da habe ich mir aber mehr vorgestellt. Ja, unter schweren Schaden. Na gut. Dann fallen wir hier nochmal eine Bauchlandung drauf, weil mehr als sieben würde, denke ich, nicht aushalten. Okay, halten sie aber. Und jetzt kriegen wir wahrscheinlich derb aufs Maul. Oh, oh. Zum Glück haben wir diesen Orden, der uns die Action-Events leichter macht. Sonst würde ich jetzt wahrscheinlich noch mehr Damage bekommen. Okay, ja, ich denke, ich muss gleich nochmal einen Sündding nehmen. Ja, sonst kriegen wir hier ganz schön drauf. Nochmal Superbeben. Wir hauen zwar jetzt ganz schön die BP raus, aber ja, komm. Zack, jetzt hat. Das war's für euch. Ja, aber okay, 8 halten sie aus. Und nur 4 Sternpunkte auch. Habe ich anscheinend, bevor wir zu euch erschienen sind, irgendwie mal mehr gelevelt gehabt und. Ah, wir kriegen auch was. Was bekommen wir denn? Die Anzahl der gewonnenen Münzen erhöht sich, oder? Wow, okay, die hat sich ja deutlich erhöht. Geile Sache. Für die letzte auch noch, zack. Schön. Okay, ich denke mal, da hockt der vielleicht mit dem Baum. Nö? Hä? Nicht? Ich könnte jetzt hier überall bei den Büschen schauen, aber. Okay, doch. Ich habe mich am Anfang nicht getraut. Das war so unheimlich. Wir haben Verstecken gespielt und da war diese eigenartige Pflanze. Sie hat mich hier gefangen. Sushi, du hast recht, der Dschungel ist wirklich gefährlich. Es tut mir leid, dass ich dir nicht gehorcht habe. Danke, dass du gekommen bist, um mich zu holen. Ich gehe jetzt nach Hause. Und, wir lassen ihn wieder alleine durch den Dschungel nach Hause gehen. Oh Mann, Mario. Muss echt noch mit aufpassen, dann auf Kinder. Na gut, aber dafür haben wir den Teil hier schon mal abgeschlossen. Schauen wir mal da runter. Oh, hier kommen wir wieder raus. Okay. Das ist ja cool. Hä, hab ich das vorher nicht gecheckt oder wie? Weil hier ist ja der Anfang, ne? Ach, habe ich gar nicht. Das habe ich ja gar nicht gecheckt gehabt letztes Mal, dass wir hier rauf können. Ist ja cool. Okay, und ich mach mal das Ding hier. Genau, weil manchmal geben die ein Herz. So, nochmal unser Glück versuchen und zweimal Glück gehabt. Aber manchmal ist da, glaube ich, auch ein Gegner drin oder so war das ja. Okay, aber jetzt holen wir uns erstmal die Münzen. Was, wir kommen da nicht runter? Achso, die sind einfach weiter vorne, oder? Ja, okay.
okay. Das wäre sonst komisch und... Kann ich auch länger unten bleiben oder immer nur... Ja, immer nur so kurz. Ja, okay, stimmt. Mario braucht ja auch Luft irgendwie, ne? So, zack. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Ja, der Shy Guy. Ich mach den mal wieder offscreen. Okay, die hätten wir erledigt. Und ich habe schon wieder eine Menge BP verbraucht, wie ihr seht. Weil, ich weiß nicht, diese Superbeben gefällt mir, aber... Ja. Diese Shy Guys, die tun halt die ganze Zeit immer neue Leute holen und da... Ist das schon verlockend gegen vier so Gegner? Ja. Naja, ich hoffe, es kommt mal so ein Block, wo wir uns auffallen können. Und... Verdammt. Schade, okay, ich dachte, wir haben nochmal Glück und... Oh, schon wieder, jetzt halten die auch noch 8 aus. Okay, jetzt muss ich mir aber echt die BP sparen. So, 4 Damage und... Vielleicht sollte ich doch zu einem anderen Begleiter wechseln, der mehr Damage macht. Ach, Moment mal, wir kriegen jetzt dann eh den Superblock da. Und hätte ich vielleicht vorher aktivieren sollen, vor allem, weil wir jetzt aufs Maul kriegen. Und vergiftet auch noch. Ach komm ey. So werde ich dafür bestraft, dass ich mich heilen wollte. Oh, noch 24, okay. Notiz an mich. Versprich nicht mehr diese Blumen an, okay? Gut. So, zack. Der ist erledigt. Und wie viel gibt's? Einen SP oder gar keinen? Einen, okay. Immerhin. Gut, ja. Nochmal eine Bauchlandung. Ist blöd, dass sie gerade 3 macht. 4 wären ausreichend, aber nein. Okay, was machst du? Ich glaube, die können aber nur die eine Attacke. Und geblockt ist dann auch nicht so schlimm. So, 22 haben wir noch. Und dann war's das auch für euch. So. Zack. Arschbombe und weg damit. Okay, jetzt nochmal. Jetzt halt nochmal weg damit. So. Zack. Okay, gut. Dann haben wir die auch mal erledigt. Und genau, ich glaube, ich spreche die Pflanzen nicht mehr an. Auch wenn es schön ist, mal ein Herz zu bekommen. Man flieht eigentlich mehr, wenn man dann gegen sie kämpft. So, hier hinten noch was. Nö. Nö. Okay. Gut, dann aktivieren wir den Block. Damit kann er Freunde aufgestuft werden. Wer soll aufgestuft werden? Ja, natürlich der einzige, wo noch nicht ist. Und zwar Sushi. Wasserblock. Mario nimmt weniger Schaden. Oh, das ist doch eigentlich praktisch. Ja, aufstufen bitte. Aber ja, okay, wir zahlen kurz die BP und kriegen weniger Schaden. Also im Prinzip das gleiche wie in der Attacke. Weil wenn man die Gegner schneller killt, kriegt man ja auch weniger Schaden. Deswegen bringt es wahrscheinlich ein stärkerer Angriff hier mehr als dann Verteidigung erhöhen. Weil im Prinzip spart man ja bei beiden Leben ein. Und hier können wir die Glöckchen läuten. Schön. Die waren aber auch schon von vorher bekannt, glaube ich. Naja. Münze. Hier nichts überall, okay. Und im Baum, da ist auch nichts. Ach, verdammt. Okay, ich habe nur 2 Damage bekommen und... Sushi macht jetzt auch 4 Damage, also passt wieder alles. Okay, wir müssen da lang. Ja, genau. Wo wahrscheinlich gleich das nächste Baby uns schnell erwarten wird. Und was ist das? Was? Macht mir Schaden? Okay, ich habe was anderes erwartet, aber gut. Schade, verdammt. Ja, Kersti, warum sag ich mal Kersti? Ah. Ich guck zurzeit auch das Sticker-Star-Let's Play, ich weiß auch nicht. Okay, die dunklen Büsche schauen irgendwie immer, erinnere mich immer an diese Gegner, also mache ich die mal nicht, tue ich die mal nicht an touchen hier. Und schau mich lieber da hinten um. Ach komm, das ist echt fies, man muss alle anschauen und... Okay, ich glaube diese Büsche sind die Gegner, oder? Ja, wahrscheinlich. So, weg damit. So, 4 ja, Schaden, ne? Ja. Okay, also die Gegner halten immer 8 aus. Das heißt, jetzt können wir es ja auch in einer Runde immer einen Gegner wegkriegen. Brauchen wir keine BP. Das ist sehr schön. Gut, abblocken ist auch relativ leicht bei denen zum Glück. Aber, ich weiß noch nicht so recht. Ich glaube, ob jetzt alle Büsche, die so ausschauen, immer Gegner sind oder ob da auch welche normal sind, weil da ist ja gleich nochmal so ein Busch daneben. Ich denke, ich werde ihn jetzt mal zu Testzwecken auch noch also halt A-Knopf. Damit um zu schauen, ob es stimmt. Mal schauen. Oh, und es gibt einen Cocktail. Cool. Saures Tonic. Ein sehr, sehr stark. Heilvergiftung, Verstrumpfung. Ach, brauchen wir nicht. Nee, weg damit. So. Zack. Okay. Und. Ja. So, die werden auch erledigt. Und. Ja, ich glaube, ich schneide jetzt doch wieder alle Kämpfe. Ja, das... Sonst kommen wir hier zu nichts in einem Part, glaube ich. Und, oh, hier kriegen wir auch einen Furchttiegel. Schreckliche Geister bei der Gegner verjagt. Ja, okay, könnten wir vielleicht noch brauchen.
schmeiße ich, glaube ich, eine Kokosnuss weg, ja. So, tschüss, Kokosnuss. Die kann ich auch jederzeit hier am Strand eigentlich wiederholen. So, du musst jetzt leider verschwinden und... Okay, das heißt, ich spreche nicht mehr diese Büsche da an, die so eine komische Farbe haben. Dann müssten wir, denke ich, auch keine Probleme mehr mit den Viechern bekommen. Das heißt, ich kann mich hier auch umgucken. Ja, da noch eine Münze, sehr schön. Das haben wir eigentlich gerade 249, okay. Ja, ganz gut. Und ich überlege gerade, gehen wir jetzt da links rüber, mal schauen, was ist denn da? Gar nichts. Fragezeichen, nicht Ausrufezeichen. Da muss doch irgendwas sein. Ach, vielleicht kommen wir mit der Blume darauf, oder? Ich schau mal. Ja, wir müssen ja alle Wege abgerast, weil 5 Yoshi waren es. 5 Yoshi ist, glaube ich, Wahnsinn, ne? Und da oben scheint noch wieder einer zu sein. Aber erstmal da links schauen. Oh, da geht's auch noch weiter, okay. Der Urwald ist echt riesig hier. So, was gibt's denn hier? Ein Busch wieder? Nein, okay, aber ein Baum. Auch nichts. Hm. Ja, okay, ich glaube, mit der Blume kommen wir rauf, aber ich will mich vorerst nochmal hier hinten umschauen. Da gibt's nix. Okay. Gut, dann rauf da. Ja, okay, stimmt. Mit denen kommt man rauf, oder? Oder auch nicht. Wie macht... Ach ja. Drehen drücken, genau. Ganz vergessen, dass es hier ging. Z. Ist echt lange her, dass ich aufgenommen habe. Und hey, da ist eine Röhre. Ist das vielleicht wieder eine Röhre nach Totschauen? Das wäre doch geil. So, auf die Seite. Boah, das war ein harter Kampf, ey. Puh, ich bin fast tot, ey. Und, ach, wir kriegen wieder Münzen. Und ich hoffe echt, dass die Röhre nach Todtown führt, weil ich habe jetzt auch gar keine BP mehr. Da waren voll viele so Fussis drinnen. Gelbe Fussis, aber. Das heißt, sie machen 2 Damage pro Angriff und man kann es auch nicht aufhalten. Also mindestens 2 Damage pro Angriff. Und immer wenn sie treffen, heilen die sich ja selber mit dem, was sie Schaden machen. Also war das ein... Oh oh. Achso, wir sind nicht in Totton. Okay, schade. Oh oh. Wie aktiviere ich den jetzt, Sebat? Nach unten. Ja, okay. Gut, ja. Aber wir müssten uns echt mal heilen. Wie gesagt, wir haben nur noch 2 KP und hier hockt ein Yoshi. Keine Gegner hier drin, sicher. Bevor wir mit dem reden, fresse ich mal eine Pilz. So, 10 KP, die wir auch brauchen können. Zack. Okay, haben wir wieder 15. Ich habe sogar eine Sternenkraft gebraucht am Ende, weil ich Schiss hätte, dass ich noch drauf gehe. Und das andere Zeug möchte ich mir eigentlich erstmal aufheben zum BP auffüllen. So, Yoshi, was ist denn los? Ach, falsche Taste schon wieder. So. Ja, da war diese Blume und die hat gewirbelt und ich dachte, das ist cool und dann bin ich drauf geklettert und... Und dann bin ich herumgewirbelt und dann bin ich durch die Luft geflogen, aber ich hier oben gelandet. Ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin. Es war so finster und unheimlich und ich fand nicht mehr raus. Danke, dass du gekommen bist, um mich rauszuholen. Jetzt kann ich ja sehen, wie ich hinauskomme. Ich gehe auch gleich nach Hause. Und Mara lässt ihn schon wieder alleine gehen. Auf dem Weg machen die wahrscheinlich noch mehr Kacke. Aber okay. Gut, Mara kennt sich eben nicht aus mit Kindern. Okay. So, was machen wir denn jetzt? Gehen wir erst links lang oder gehen wir erst rechts lang? Hm. Erstmal wieder zum Sushi wechseln, würde ich sagen. Okay, ich schau mal kurz links lang. Wenn da der Hauptweg weitergeht, dann haben wir rechts was vergessen. Mal schauen. Nee, doch. Ah, ein Sternsplitter, okay. Und ich höre schon wieder den nächsten Yoshi, aber der Sternsplitter ist erstmal wichtig. Komm her. Jawohl. So. Ach, und kann es sein, dass wenn ich jetzt da drauf auf den Baumstamm, dann passiert wahrscheinlich irgendwas, oder? Erstmal hier schauen. Nö, nix, okay. Dann drauf. Okay, ich habe was anderes erwartet, aber... Doch, genau, es kommt eine Brücke. Ah. Sehr schön. Ich mag ja diese komischen Papiereffekte hier immer. Und hier geht's dann nicht weiter. Okay, gut. Nicht, dass wir den optionalen... Oh nein. Oh Gott. Ich habe jetzt keine Lust, gegen diese Fussi zu kämpfen. Die haben mich letztes Grad fast umgelegt. Ich weiß gerade echt nicht, was soll man da machen. Ich wechsle mal zu Cooper. Ach nein, wir haben ja eh keine BP, also ist das eigentlich egal. Wer macht denn hier... Ja, okay, Cooper. Ja, behalte ich mal Cooper. Vielleicht setzen wir was ein. Ach komm, na gut. Okay, wie viele sind's? 2, ja, okay, das geht ja noch. Das waren vorhin 4, nämlich 3 Stück.
Und dann hat einer sich noch irgendwie verdoppelt und wow, und oh Gott, ich wäre fast draufgegangen. Okay, gut, Panzer, was auch immer das war, ich habe es schon wieder vergessen. Und was, Kuba macht nur 3 Schaden? Okay, zum Glück halten die nur 7 aus. Ich dachte, Kuba macht auch 4. Und ja, hier sieht man es, die machen immer 2 Damage, also ich kann auf jeden Fall nicht schnell genug drücken, um das abzubären. So, okay. Ich hoffe, der hat jetzt nicht 9 KP, weil er sich hier gerade bei mir aufgeheilt hat. Aber ich glaube, die können sich ja nicht mehr heilen, als sie maximal haben können, oder? Ja, okay, gut. Ja, das ging ja gut, okay. Und unsere Sternenkraft hat sich auch wieder etwas aufgefüllt. So, 1 KP kriegen wir sogar wieder. Und dann wechsle ich doch wieder den Charakter. Ich, nicht so. Ich dachte eigentlich, dass Kuba stärker ist, aber ja, anscheinend nicht. So, okay, du kleiner Yoshi, das wäre, du bist schon der dritte heute. Wir haben Verstecken gespielt, ich muss es suchen, aber ich konnte niemanden finden. Ich bin herumgewandert und dann habe ich mich verirrt. Du hast recht, Sushi, der Dschungel ist wirklich unheimlich. Danke, dass du gekommen bist, um mich zu suchen. Von jetzt an werde ich brav sein. Mario, wirst du an meiner Stelle suchen, die anderen und so? Ja, klar. Gut, und ja, dass Sushi da keine Einwände hat, wundert mich ja. Okay. Sushi? Okay. Sie ist doch etwas langsamer, aber ja, sie ist auch ein Cheep-Cheep, Fragezeichen. Ja, eine Art Cheep-Cheep wahrscheinlich. Und wo der vorletzte oder letzte Yoshi ist, wissen wir ja schon sogar. Nämlich, den haben wir, glaube ich, schon mal gesehen, nur konnten wir da noch nicht hin. Es ist nur die Frage, wo ist der andere? Oh, da ist ein Monument oder was auch immer das ist. Okay, ich überlege gerade, soll ich mich nochmal heilen? Ich habe keine Lust, gegen den Scheiger zu kämpfen eigentlich. Ist hier hinten was? Nö, okay. Aber ich habe keine andere Wahl. Gut, die werden erledigt. Das waren... Ja, okay, 2 wurden dann aber 3 draus. Oh, und wir kriegen ein paar BP wieder. Fällt darauf, dass die Dinge hier verdammt viele Münzen geben. Und hier machen wir uns wieder eine Brücke. Ja, da, also auf dem N64-Spiel gab es ja damals noch nicht so viele Effekte, aber ich finde die eigentlich immer cool, wenn man irgendwas macht und dann diese ganze Papierwelt halt irgendwie da, ja, so sich verändert immer. Das finde ich echt cool und, oh nein, er hat uns gesehen. Okay, komm, wir rennen weg. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe die ganze Zeit bei den Kämpfen vergessen, dass ich ja einfach mit dem Hammer mal draufhauen kann oder draufspringen, dann haben wir gleich ja den Anfangsschaden-Angriff-Dingens da. Habe ich irgendwie völlig verpennt. Aber, ja, nächstes Mal. Okay, hier vielleicht ein Herz? Nein. Aber, was ist da oben? Ja, okay, schauen wir das mal unten um, weil unten ist, glaube ich, hier der Yoshi. Da schläft jemand. Was habe ich? Oh, nein. Okay, hier gehe ich nochmal raus und reinkommen. Ich muss jetzt echt schauen, dass ich nicht meine ganzen Items hier verschwende. Und der Yoshi schläft immer noch. Wo ist er denn? Da ist er. Okay, den haben wir ja vorhin schon gesehen und... Ja, jetzt würde ich auch heulen. Hä? Guten Morgen. Hey, das ist doch Mario. Was ist los mit dir? Oh, du hast mich gesucht? Sushi auch? Oh, oh. Wir haben nur Verstecken gespielt und dann bin ich so müde geworden und hab halt gepennt, ne? Ja, ich dachte mir, ich mach mal ein Nickerchen und so, ne? Da gibt es nichts, worüber ich Sorgen machen muss. Der Dschungel ist gar nicht übel. Aber schön langsam wird mir ein bisschen langweilig. Ich gehe dann mal nach Hause. Die anderen heulen alle rum und der pennt hier einfach rum. Und wir kriegen eine Münze. Schön. Ich hätte aber gerne ein Herz, aber wir kriegen keins. Okay. Ist hier unten noch irgendwas gewesen oder war da nur der Weg? Ach, da können wir jetzt eine Abkürzung machen. Sehr schön. Okay, weil dann würde ich vielleicht mal kurz zum Todhaus gehen und mich heilen. Weil nicht, dass wir hier im Dschungel beim letzten Yoshi nochmal einen kleinen Bossfight haben. Ja, Bossfight, also jetzt nicht wirklich. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann können wir das ja gleich machen. Und das fette Oberhaupt. Oh Mann, ey. Ich finde immer noch, der Typ ist irgendwie ein bisschen zu dick, aber ja. Gut, legen wir uns erstmal ins gemütliche Todhaus. Erfrische Körper und Geist. Ja, ausruhen bitte. Schlaf gut und träum süß. So, okay. Ab ins Bett, würde ich sagen. Diese tolle Bettdecke hier. So. Gut, jetzt wieder frisch aufgeheilt. Ach, zum Glück. Wir haben echt ganz schön drauf bekommen von den Fussis. Aber die sind auch fies, weil 2 Damage kriegt man immer und die heilen sich dann immer. Also, wenn dann auf einmal gleich erledigen. Okay, welcher
Yoshi fehlt denn jetzt noch? Und ich habe gerade gemerkt, der Part ist ja irgendwie doppelt so lang, wie es sein sollte. Aber jetzt sind ja Ferien, das ich nehme jetzt in einem Part gleich alle Yoshi-Kinder auf, würde ich sagen. Jetzt haben wir schon angefangen. Und vor allem, wir müssen auch mal vorankommen, weil Paper Mario ist ja so ein Riesenprojekt vor allem. Und naja, wenn das so lange dauert, soll ja auch mal langsam Platz für andere Projekte machen. Okay, ich hoffe, hier passiert jetzt nichts. Nicht, okay, gut. Ich dachte schon, da kommt wieder irgendwas Fieses und wir werden geschlagen oder sowas. Aber zum Glück, nein. Okay, das schaut so aus, als könnten wir das wegschieben oder wäre es weggeschoben worden. Aber vielleicht geht das jetzt später, oder? Hier ist doch irgendwas, ich sehe es doch. Ah, okay. Ja, mach doch was. Eine Statue von Don Raphael. Vielleicht kannst du etwas hineinstellen. Haben wir da so eine Statue von ihm vielleicht? Schaut so aus, als hätten wir eine kleine Don Raphael-Statue. Ja, okay, brauchen wir vielleicht später nochmal. Weil es gibt ja diese Ruinen beim Vulkan, müssen wir noch erforschen dann. War schon so ewig her, dass ich Paper Mario hochgeladen habe. Ja, und auf jeden Fall dafür, denke ich mal, finden wir diese Statue. Und vor allem laufe ich gerade den falschen Weg, fällt mir auf. Da müssen wir doch lang. Okay, den Fussi erledige ich mal schnell. So, jetzt haben wir inzwischen schon 33 Sternpunkte nur von den kleinen Gegnern hier. Das sammelt sich doch ganz schön zusammen mit der Zeit. Gut, und vor allem Münzen kriegen wir hier viele. Das ist, finde ich, geil. Okay, hier nix. Gut, ich hoffe, dass der Baum ist kein Fuzzi. Wenn nicht, können wir gleich wegrennen hier. Hilft mir denn niemand? Und haben wir doch einen Bossfight? Ja, Piranha-Platz. Ja, so Angst, ich will noch raus. Ja. Okay, da hätte ich ehrlich gesagt auch Schiss, auch wenn ich kein kleines Baby wäre. Wenn wir jetzt zwei so fetten Piranha-Pflanzen da links und rechts mich fressen wollen. Und, was machen die jetzt halt? Oh, sie haben uns gesehen und wir müssen gegen sie kämpfen. Okay. Kleiner Bossfight, dachte ich mir fast schon. Gut, in so einem Fall, denke ich, ist wieder der Power Superbeben ganz gut angebracht. Gut, ja, ein ganz normaler Hammerangriff wieder. Habe ich ja schon oft eingesetzt jetzt. So, zack. Ja, okay, nein, ich habe ja vieles rausgeschnitten. Nein, natürlich habe ich ihn nicht so oft eingesetzt. Deswegen fehlt mir auch schon wieder 6 PP, wie ihr vielleicht gesehen habt. Und vielleicht hätte ich die mit Gumbario analysieren sollen. Aber hey, das war gut geblockt, aus Instinkt und... Oh, jetzt, da wollte ich es genauso blocken wie die anderen, aber der greift natürlich anders an. Okay, nochmal Superbeben. Gut, aber ich glaube, so stark werden die nicht sein, weil... Es sind ja gleich zwei davon, also. Ja, der eine ist schon erledigt, also. 8 bis 12, irgendwie sowas halten sie aus. Ich schätze mal 10 oder 12. Eins von beiden, ich weiß nicht. Dann gehen wir mal auf Nummer sicher, machen ihm 12 Schaden, dann ist auch der erledigt. Und hier kriegen wir gleich 4 Sternpunkte mal. Schön. So, kommst du denn bitte gleich mit? Wie die anderen auch? Ja, wahrscheinlich schon. Hey, sind die weg? Oh. Ja, wirklich? Tut mir echt leid, ey, dass ich dir nicht gehorcht habe und in den Dschungel gegangen bin. Jetzt werde ich brav sein. Ey, ich schwöre dir, dass ich dir zuhören werde, wenn du laberst, ne? Ja, danke, dass du mich gerettet hast. Ich gehe auch gleich nach Hause. Und wir haben alle gerettet und Mario ist happy. Sagt Sushi auch was? Nö, okay, gut. Kommen wir, aber die Frage ist, was hat uns das jetzt gebracht? Wir haben jetzt den kompletten Dschungel zwar erforscht, aber eigentlich wollten wir mit Don Colorado die Vulkanruinen erforschen. Nur haben wir noch nicht wirklich einen Weg reingefunden. Vielleicht kriegen wir was, um da oben was zu machen bei der Statue. Ja, wer weiß, sehen wir ja gleich. So, wir haben uns jetzt zum Glück die Brücke gemacht, die uns jetzt einiges in den Weg erspart. Und ich glaube, hätte ich gewusst, dass der Boss hier im Dschungel, also in Anführungszeichen Boss, gar nicht so stark ist, dann hätten wir uns ja gar nicht heilen brauchen. Aber egal. Okay, kriegen wir jetzt denn eine Belohnung? Anscheinend nicht. So. Seit die Kinder wiedergefunden hast, haben sich alle wieder gefreut. Vielen Dank. Die Kinder sind der wertvollste Schatz unseres Dorfes. Apropos Schatz. Dorfling möchte auch dir auch danken. Sollst mit dir sprechen? Oh, cool. Das ist doch nett. Wo ist er denn? Der dicke Häuptling. Und vor allem, wie kann ich das Ding hier jetzt langsam mal aktivieren? Fällt mir ein, ich kann doch irgendwie... Ja, genau. Muss ich denn nur A drücken? Ja, okay. Ich habe schon ganz vergessen, dass ich schon wieder so... Was ich alles kann und nicht kann und... Hier ist irgendwas versteckt, aber ich werde es wahrscheinlich niemals finden. Einzelne versteckten Blocks hier finden. Ja, okay, hier vielleicht.
Ja, du bist toll, du hast Kinder gerettet, bla bla bla. Ich kann ja mal zu Watt wechseln. Weil mit dem hat man noch versteckte Blöcke anzeigen können. Kommt jetzt hier was? Nö, auch nicht. Okay, egal. Ach, und hier ist jetzt so eine Statue. Ich denke, wir kriegen da was, oder? Ja, danke, ey. Du hast die Kinder des Dorfes gerettet. Egal, wie sehr wir uns bei dir bedanken. Es kann nicht genug sein. Du bist echt ein Held, ey. Du bist deine Tapferkeit zu schätzen. Also, zumindest ich kann ein bisschen was für dich tun. Du bist auch immer noch zum Lava-Lava-Berg, oder? Ich erinnere mich an einen sicheren Weg, auf den der Vulkan zu reichen ist. Komm bitte hier entlang. Ach, wir wollten gar nicht in Ruinen oder so? Wir wollten einfach nur zum Berg, oder wie? Er muss doch alles hier irgendwo, Ah, oh, geil, ein Donut. Okay, hier. Ja, da nimmt man halt das Ding hier. Und wir haben den Jade-Rabe bekommen. Eine Abroxas-Figur, die du vom Yoshi-Häuptling erhalten hast. Was auch immer eine Abroxas-Figur ist. Immer wenn sich auf diese Inselereignisse außerhalb unserer Kontrolle ereignen, bitten wir Don Raphael, den Herrn dieses Eilands, um Hilfe. Wenn es jemanden gibt, der dir helfen kann, den Vulkan zu erreichen, ist es definitiv Don Raphael. Er lebt im Herzen dieser Insel. Wenn du den Jade-Raben in die Statue von Don Raphael stellst, wird sich der Pfad in den Dschungel öffnen. Seit ich ein junger Yoshi war, habe ich Don Raphael nicht mehr gesehen. Oh. Ich kann mich erinnern, dass es unglaublich schwierig war, ihn zu finden. Die Bäume und Büsche des Dschungels selbst waren es, die den Suchenden den Weg versperrten. Oh oh. Aber ich bin mir sicher, dass du den Weg finden wirst. Mögen alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Einen Moment mal. Warum in aller Welt willst du zum Lava-Lava-Berg? Es tut mir leid, aber ich kann nicht einfach schweigen, wenn ich jemanden solchen Schwachsinn reden höre. Im Vulkan ist es sehr heiß und sehr gefährlich. Wenn du nicht äußerst vorsichtig bist und Glück hast, bist du im Handumdrehen eine Scheibe gerösteter Speck. Aber ich weiß, dass ihr euch ohnehin nicht darum schert. Ihr werdet trotzdem gehen. Ich kann das nicht gutheißen. Oha. Du bist also zum Vulkan, weil du die Prinzessin von ihren Entführern retten willst? Was für eine bewegende Geschichte. Romantische Geschichten wie diese rühren mein Herz auf eine besondere Art und Weise. Na gut, also, dann kann ich euch nicht alleine gehen lassen und komm mit, okay? Ich, Sushi, werde bis zum bitteren Ende an eurer Seite bleiben. Mach dir keine Sorgen, Mario. Ich liebe es, auf andere aufzupassen. Und wenn du vorhast, den Dschungel zu durchqueren, kannst du ohnehin nicht auf mich verzichten. Komm, Mario, kühler wird der Vulkan nicht mehr. Und auf einmal ist sie voll motiviert dabei. Okay, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall ein festes Mitglied bekommen. Weil am Anfang hat sie so ausgeschaut, als wäre sie vielleicht nur zeitweise dabei. Ja, okay, aber spätestens ab dem Superblock war es ja eh klar. So, bevor wir jetzt aber zu Don Raphael gehen, kaufen wir nochmal kurz einen neuen Superpilz oder zwei. Ich weiß nicht genau, wie viel Platz wir haben. Ich denke nur einen. Du brauchst für uns den Müll. Na, wir klingen jetzt ja kaufen, natürlich. Vielen herzlichen Dank. Und dann verkaufen wir doch auch mal was. Verkaufen. Was möchtest du verkaufen? Den Fruchttiegel kann man auch gleich mal wegschmeißen hier. Ja, drei Münzen im Prinzip hätte ich den auch einfach. Ach nein, ich will nichts mehr kaufen. Hätte ich den auch einfach irgendwie mal verbrauchen können, ist mir gerade aufgefallen. Aber naja. Gut. Jetzt haben wir aber voll hier alles, ne? Ja, fünf Superpilze, also wir sind auf jeden Fall gerüstet. Weil dieser Dschungelabschnitt hier war jetzt schon lang, also 40 Minuten. Und wir haben den Teil schon, einen kleinen Teil schon gemacht gehabt, sogar im letzten Part. Also, wer weiß, was da noch auf uns zukommt. Vor allem sollte der Dschungel ja noch dichter werden. Ja, okay, das schauen wir uns aber in den nächsten Parts an. Ich würde sagen, jetzt reicht's für heute. Der Part ist ja wirklich XXL. Kann man ja gleich hier als anfängliches Weihnachtsspecial sehen. Nein, ich will nicht ausruhen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann vielleicht noch in einem Galaxy-Part heute. Ich weiß noch nicht genau, ob ich es schaffe, noch was aufzunehmen. Oder besser gesagt, aus meiner Internetverbindung schafft, noch mal was hochzuladen. Ich denke nicht, weil der wäre dann erst um 10 Uhr oben. Ja, vielleicht seht ihr es ja noch. Wenn ihr überhaupt den Part bis hierher angeschaut habt, dann Respekt. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, bis dahin.